Ich darf jetzt das Hotel Schöne Aussicht besuchen. Und der Name ist da Programm, denn es ist dort oben. Von dort hat man wirklich einen wundervollen Blick aufs Meer. Und ich besuche Andreas, der für uns Pepping Zander Saltimbocca macht. Was genau das ist, das wird er mir gleich erklären. Moin Andreas. Moin Simone. Schön, dass ich bei dir sein darf. Das freut mich auch. Wir kochen heute peppiger Zander Saltimbocca. Jawohl. Saltimbocca kenne ich, aber mit Fleisch. Also das ist was eingewickelt. Was eingewickelt ist. Mit Schinken und Salbei wird der Zander umrollt. Okay, ich bin gespannt. Wollen wir loslegen? Zeigst du mir was? Ich helfe ja immer gerne, also wenn ich was zu tun habe, sag Bescheid. Vielleicht nicht ganz so kompliziert. Ich würde sagen, wir machen zuerst das Kartoffelkompott. Ja, gerne. Nehmen wir etwas Olivenöl. Und lassen die Kasserole etwas heiß werden. Ja. Eine Schalotte. Nehmen wir. Die ist milder im Geschmack. Ja, habe ich auch schon gelernt. Können wir fein würfeln. Olivenöl leicht anschwitzen. Ja. Dann habe ich schon mal vorbereitet Ingwer, Knoblauch. Gehen wir dazu. Oh, das ist aber gar nicht wenig Ingwer, ne? Da kommt nicht alles ran. Okay. So, machen wir ganz kurz. Dann habe ich schon mal vorbereitet Schinkenwürfel. Ja. Gekochte Kartoffeln, einen Tag vorher gekocht. Ja. So, das geben wir jetzt dazu. So, dann würzen wir das mit Muskat. Mhm. Meersalz. Zitronenpfeffer. Da hat einen lieblicheren Geschmack wie der normale schwarze Pfeffer. Ja, und wenn ich den nicht zu Hause habe, könnte ich aber trotzdem schwarzen Pfeffer nehmen. Also schwarzen, können Sie weiß nehmen, können Sie schwarzen nehmen, können Sie roten nehmen. Das alles. Die Sahne rein, ein Löffel Dijon-Senf. Ja. Cremig, etwas Chili noch. Jetzt weiß ich, warum es Peppig heißt. Peppig ist das mit Chili. Ingwer und Chili in einem Gericht. Okay, ja. Ich bin gespannt. So, das haben wir jetzt erstmal vorbereitet. Ja. Jetzt würde ich sagen, machen wir das Gurkengemüse. Ja, okay. Gurkengemüse kochen. Ja, angeschmoren. Ah, ich bin gespannt. Zeig mir das mal. Etwas Olivenöl. Das Olivenöl, in das erhitzte Olivenöl kommen Schalotten rein. Ja. Kurz angehen lassen. Du machst das bei relativ geringer Temperatur, ne? Ja. Also nicht ganz hochdrehen, sondern... Immer niedrig bleiben. Wenn ich jetzt hochdrehen würde auf 10, so. Verbrennt es dir. Alles gleich verbrannt. Okay. So, dazu geben wir jetzt die geschnittenen grünen Gurken. Ja, du hast die entkernt. Die habe ich geschält, habe die halbiert, habe das Kerngehäuse rausgemacht. Ja. Das Kerngehäuse brauchen Sie nicht wegzuschmeißen, das können Sie weiterverarbeiten für eine Suppe. Ja, okay. Warum machst du das raus? Weil es zu wässrig ist? Weil es zu wässrig ist und man mag die Kerne nicht. Okay. So. Gehen wir alles rein. So, die würze ich dann mit Salz.
Zitronenpfeffer. Also du nimmst ganz normale Gurken und keine Schmorgurken, sondern Salatgurken, so wie ich sie ganz normal im Gemüsefach finde. Ganz normale, okay, grüne Gurke. Ich bin gespannt. Ob es krumm ist, ob die gerade ist, das ist alles egal. Ja, das will ich hoffen. So, das kann jetzt langsam ziehen. Mhm. Und in der Zwischenzeit fangen wir an, den Zander zu braten. Okay. Danach werden jede Filets einzeln mit Schinkenspeck. Also wir nehmen hier einen Kartenschinken aus dem Holsteiner Land mit Salbei, den Fisch drauf und einrollen. Und nicht würzen, weil der Speck hat eine gewisse Schärfe schon. Ja. Der zieht dann gleich beim Fisch mit durch dann. Und die Haut hast du am Fisch gelassen? Die Haut lasse ich am Fisch. Das ist ein Filet, das ist komplett fertig hier. Wenn ich das jetzt abziehen würde, würde alles kaputt gehen. Okay. Und von den Fischrestern zum Beispiel, was man ja so abschneiden tut, die Gräten und die Haut, kann man noch eine Fischsuppe davon kochen. Das ist gemischt mit Butterschmalz und etwas Olivenöl. Ja. Warum muss ich das mischen? Warum kann ich nicht nur Olivenöl nehmen? Ich kann auch nur Olivenöl nehmen, ja, aber ich nehme das, den Buttergeschmack, um gleich Butter mit reinzubekommen. Da, ja, wird der Fisch noch ein bisschen aromatisiert. Aromatisiert so, mhm, ne? Also wir haben den jetzt eingewickelt. Eingewickelt. Und jetzt? Jetzt wird er meliert, ja, in Mehl mit Gewürz. Dann legen wir den in die Pfanne. Bei niedriger Temperatur. Wieder bei niedriger Temperatur. Da muss ich mich zusammenreißen. Und falls ihr das nicht so schnell mitbekommt, kein Problem. Das Rezept bekommt ihr ja wieder zum Nachkochen. So, jetzt kommen wir zum Endsport. Zum, ja, Anrichten des Ostseegerichtes 2021. Bebbiger, ja, Zander. Saldin Bocca. Als erstes habe ich die Garnitur draufgelegt. Einfach nichts Weltberühmtes, Zitronen. Nee, das mache ich zu Hause auch immer so. Radieschen, ein bisschen Zwiebellauch und gelbe Tomate. Mhm. So, dann kommt in die Mitte dieses Kartoffelkompott, bestehend aus Kartoffeln, Knoblauch, Ingwer, Dijon-Senf, Schalotte und diverse Gewürze. So. Danach die angeschmorten Salatgurke. Den habe ich noch den Braten etwas abtropfen lassen. Ja. Um nicht so das Fett auf dem Teller zu sehen. Schön sieht's aus. So. So, der Höhepunkt sind die hausgemachten Röstzwiebeln. Ja, die habe ich ja eben schon mal probiert. Kommen in die Mitte. Und die schmecken wirklich sensationell gut. Und danach ein Thymianzweig. Weil in die Röstzwiebeln ist auch schon Thymian mit drin. Hast du mit reingemacht? Beim Rösten. Super. Andreas, das sieht hervorragend aus. So, das ist das Ostseegericht 2021. Vom Hotel zur schönen Aussicht in Grömitz. Vielen Dank. So, Simone, jetzt präsentiere ich dir das Ostseegericht 2021. Bebbiger Zander, Saldin Bocca vom Hotel zur schönen Aussicht in Grömitz. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Vielen Dank, es sieht wunderbar aus. So ein bisschen asiatisch inspiriert, mit was Frischem dazu. Mhm. Passt super zum Sommer, finde ich. Ihr könnt die Gerichte natürlich wie immer nachkochen. Das Rezept findet ihr hier.